Hallo und herzlich willkommen zum Biom 4. Immer freitags, immer hier. Ein Feier haben wir. Und diese Woche, wie angekündigt natürlich, mit dem Meinl-Boy Classic Pils. Oder Classic Pils, wie auch immer ihr es möchtet. Original. Ja. Und es gehört natürlich dazu, dass ich wie immer gucke, was sie auf ihrer Internetpräsenz dazu im Bier zu sagen haben. Und da haben wir hier Meinl Classic Pils. Unser Klassiker, gebraut seit über 100 Jahren. Sein Antrunk spritzig, hingeleitet in eine ausbalancierte, sehr feine Bittere, die nur verweilt, nicht nachhängt. Hellgelb, schimmernd, leuchtend wie die Sonnenstrahlen des Sommers. Das ist auch mal eine schöne Beschreibung. Haben mir im Prinzip ja schon meine Beschreibung des Geschmacks vorweggenommen, ob es denn wirklich so ist. Prüfen wir mal nach, ne? So, kommen wir zur Flasche. Ich halte es mal kurz in die Kamera. Hier das Etikett. Habt ihr mal kurz ein Bild davon? Und ja, was steht drauf? Natürlich vorne, ich habe es schon eben vorgelesen. Da Seite haben wir übrigens hinten gar kein Etikett. Gebaut nach dem deutschen, nicht nach dem bayerischen Reinheitsgebot. Da haben wir es wieder von 1516. Bei meinen stand aber glaube ich Deutschland drauf, ne? Worauf es auch aus Bayern kommt. Die meisten bayerischen Biere müssen wir darauf achten. Da steht immer drauf bayerisches Reinheitsgebot. Zutaten: Wasser, Gerstenmalz, Hopfen und Hopfenextrakt. Hier unten steht nochmal mein Bier. Jawohl. Meinl-Bräu Hof Bayern. Ja, 5,2 Volumenprozent Alkohol. Auf der Flasche erfahren wir sonst eigentlich mehr. Gar nichts mehr über das Bier. Nichts zum Geschmack. Also, wenn ihr einfach nur im Supermarkt seid und davor steht, muss euch schon das Etikett gefallen, dass ihr es mitnehmt. Und naja, ich weiß nicht. Okay, dann machen wir wie immer natürlich die Flasche auf und gucken, was drin ist. Das schäumt auch schon so los, genau wie das Schädel letzte Woche. Was ist denn da mit den bayerischen Bieren los? Na gut, rein ins Glas mit dir. Ich kann mich noch an die Kläerei letzte Woche mit dem Schädel erinnern. Das war ja, also, das war ein großer Schubs, aber hat genau gepasst. Schäumt jetzt aber nicht so extrem wie sein Hofer Kollege, das Schädel. Ja, dementsprechend der Schaum, aber ähnlich, auch eher mischporig. Von oben sieht das schön locker aus. Bläschen steigen auch satt auf. Ich zeige euch das nochmal. So. Farbe, ja, ich habe das mit dem Licht immer noch nicht besser hingekriegt, keine bessere Lösung. Mal gucken, von der Seite sieht es jetzt, na, ich halte es mal weiter weg, na, doch deutlich goldgelb aus. Ich hoffe, das stimmt auch in Wirklichkeit und nicht, dass das Licht mich jetzt hier total irritiert. Okay, dann der Geruch. Deutlich anders, sehr, sehr süß riecht es. Also es ist richtig, richtig Süße drin. Also vom Geruch definitiv sehr süß. Würde ich jetzt auf ein eher malzbetontes Pils tippen, vom Geruch. Also herbe Nuancen sind da fast gar nicht festzustellen. Das riecht wirklich so. Ich bin jetzt leicht versucht, kandierte Apfel zu sagen, aber nein, der riecht natürlich ganz anders. Aber von der Süße her muss ich direkt an einen kandierten Apfel denken und ja, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen und kommen zum Geschmack. Prost! Okay, Geschmack ist auch speziell, muss ich sagen. Hier haben sie ja geschrieben, Antrunk spritzig. Ich würde es einfach mit frisch. Was ja eigentlich typisch auch Pilz ist, ist frisch. Mal einen Haken hinter, ist dabei. Was haben sie geschrieben? Hingleitend in eine ausbalancierte, sehr feine Bittere. Ja, doch. Sehr ausbalanciert, wenn sie damit meinen, sehr mild in der Bittere. Ja, also herb braucht ihr hier gar nicht erwarten. Herbes Bier finde ich, ist es
es fast gar nicht. Also sehr, sehr dezent. Und dieses Bittere ist, ja, das ist, es kommt hinten rum und dann so ein bisschen mit so einem, ja, würzigen Beigeschmack, aber so wirklich sanft. Das haben die, also wenn das meint mit ihrer ausbalancierten, sehr feinen Bittere, dann kann ich das bestätigen. Und die verweilt und nicht nachhängt. Finde ich, ist eine treffende Beschreibung. Also da ist mal wirklich ein Braumeister oder eine Firma, die ihr Bier einigermaßen treffend beschrieben hat. Kann ich in dieser Form auch wirklich unterschreiben, setze ich mein Otto drunter und sage, das stimmt. Sie hängt noch kurz nach, bleibt noch einen Moment nach dem Runterschlucken da und ist dann aber passé. Die kommt nicht nochmal so wupp nochmal zurück oder so, dass sie dann nochmal so hintenrum nochmal so einen kleinen Bitterhammer bekommt. Nein, die ist dann zack weg. Ja, also die ist wirklich sehr ausbalanciert, das ist das perfekte Wort, ich bleibe an dem jetzt hängen, ich finde da kein besseres Wort für. Wirklich schön abgestimmt, kommt, baut sich auf, ist dann auch ruckzuck da. Im angenehmen Rahmen, ich mag das lieber herb, das ist hier eher so ein Beiprodukt, das Herbe, ist nicht der dominante Faktor in diesem Bier. Und aber dieses Bittere, zusammen mit dieser leichten würzigen Note, die da drin ist, was auch schon im Geruch, sag ich mal, eigentlich fast erahnen konnte, das kommt sehr schön auf die Zunge, baut sich schön auf und dann ist es auch, aber auch kurz, bleibt kurz auf dem Niveau und ist dann wupp weg. Und das war's dann. Und das finde ich ist okay. Das würde ich jetzt auf jeden Fall vom Geschmack her dem Scherle von letzter Woche vorziehen. Ich würde auch sagen, dass ich das Bier empfehlen kann. Also probiert es mal ruhig, das Scherle. Das meine. Definitiv kein schlechtes Bier, aber mehr wie sag mal, solides Mittelfeld ist das bei mir nicht. Geschmacklich die Note, was würde ich sagen, einfach wie im Mittelfeld ist es eine 3. Na, ganz trocken, eine 3. Oder 3, 3,3, na, irgendwo da. Ich gucke mal nachher ins Ranking, was ich da reingeschrieben habe. Wenn ich es schon geschafft habe, das Ranking online zu stellen, gibt dazu den Ranking, hat bestimmt auch ein Video. Zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video jetzt drehe, ist es noch nicht online. Also, das war es wie um 4 für diese Woche. Ich hoffe natürlich, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr uns ist, wie immer, freue ich mich über ein Däumchen drauf. Und nächste Woche sehen wir uns dann wieder mit dem Likeheim Premium. Und bevor ich es vergesse, wünsche ich euch natürlich auch frohe Weihnachten. Ich hoffe, ihr habt reichlich Geschenke bekommen. Und wir sehen uns dann im neuen Jahr. Und ja, rutscht gut rein. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und macht's gut.